So, zweiter Teil einer Videoreihe, die sich ein bisschen mit dem Christentum und dem Islam und in gewisser Weise auch mit dem Judentum, also mit den abrahamitischen Religionen beschäftigt. Die Bibel, erstes Buch Mose, erstes Kapitel. Und hier fängt es direkt an mit den ganzen Widersprüchen. Erst wird Licht erschaffen, viel später wird die Sonne erschaffen. Bevor die Sonne erschaffen wird, werden Pflanzen erschaffen. Wie sollen Pflanzen ohne Sonnenlicht leben? Lassen wir das erste Kapitel mit all seinen Widersprüchen und Sinnlosigkeiten mal sein. Denn im nächsten Kapitel, in den nächsten Kapiteln wird's noch witziger. Da ist also der Mensch, das Wort Adam heißt Mensch. Und Gott sagt zu dem Menschen, wo war's hier, zweites Kapitel, wo ist das? Ah, hier. Vers 16 und 17. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Wie wir alle wissen, futtern Adam und das Weib, der Name Eva, wird dem Weib erst gegeben, nachdem die beiden von den Bäumchen gegessen haben und aus dem Paradies rausgeflogen sind. Wie wir alle wissen, beißen die beiden in den Apfel und werden rausgeschmissen. Anders als Gott es hier ankündigt, sterben sie nicht an dem Tag des Todes. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, lustige Übersetzung, musst du des Todes sterben. Und wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, aber im Paradies waren sie unsterblich, später nach dem Rauswurf sagt Gott, drittes Kapitel, wo ist es? 22. Vers. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Die beiden haben also nicht vom Baum des Lebens gegessen, waren folglich auch nicht unsterblich. Und nirgendwo in der Genesis steht, dass die beiden im Paradies unsterblich gewesen wären. Es ist also eine lustige Ausrede, dass die beiden im Paradies angeblich unsterblich gewesen wären. Der Widerspruch in der ganzen Geschichte ist, oder das, was nicht gerade ein Zeugnis der Intelligenz dieses Gottes ist, die beiden wissen also nicht, weil sie nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, was gut ist und was böse ist. Wie sollen sie also kapieren, wenn Gott sagt, esst nicht davon? Wie sollen sie sehen, dass das was Böses ist? Zusätzlich, wir wissen, dass nachdem sie von dem Baum gegessen haben, sie sich erstmal was angezogen haben, weil sie gemerkt haben, nackt rumlaufen ist böse. Warum lässt dieser Gott die beiden im Paradies in einem unreinen, in einem bösen Zustand rumlaufen? Außerdem, wenn dieser Gott so perfekt ist und so allwissend, warum setzt er dann die beiden, die nicht von dem Baum essen sollen, direkt neben den Baum? Warum pflanzt er den Baum nicht außerhalb des Paradieses oder macht einen Zaun rum oder sonst irgendwas in der Richtung? Dieses kontinuierliche Versagen dieses Gottes, das im Grunde den Hauptteil der Bibel oder den Hauptteil des Pentateuch ausmacht, ist irgendwie, ja, es ist einer der größten Widersprüche in dem Ganzen. Erst die Sache mit Adam und Eva. Die kriegen gesagt, esst nicht von dem Baum, und natürlich essen sie davon. Später die Sintflut, weil die Menschen sind voll damit beschäftigt, zu sündigen und unrein zu leben. Wenn dieser Gott so gut ist und so perfekt ist, warum ist seine Schöpfung dann andauernd damit beschäftigt zu sündigen?
dasselbe in Sodom und Gomorra, dasselbe mit dem Turmbau zu Babel und so weiter und so fort. Das Ganze führt dann ja später dazu, dass er eine Jungfrau schänden, mit einer Jungfrau ein Kind zeugen muss. Das Kind ist er selber. Er hat also mit seiner Mutter geschlafen, aber vorher hat er irgendwo mal gesagt, Inzest ist was Schlimmes, kein Inzest, er selbst darf es. Und ja, dann wandert er über die Welt und begeht ein paar Wunder und wird gekreuzigt und stirbt als Opfer für sich selbst. Um die Menschen von Sünden zu erlösen, die er selbst zu Sünden erklärt hat. Zu denen die Menschen nicht fähig wären, wenn er die Menschen nicht so geschaffen hätte. Es ist eine große Kunst für alle Priester, egal in welcher Religion, die Menschen dazu zu kriegen, derartige Widersprüche einfach nicht zu sehen. Es ist eine große Kunst für alle Priester, die Menschen so zu verwirren, dass die Menschen nicht mehr klar sehen können. Wenn die Menschen klar sehen könnten, würden sie nicht aus diese Religionen reinfallen. Und wenn man sich dann die nicht-mythischen Geschichten, die nicht-mythische Geschichte, also nicht das, was in diesen Büchern steht, Koran, Bibel, Torah oder was auch immer, sondern sich anschaut, was die Menschen, die sich auf diese Botschaften berufen, so getan haben, dann wird dadurch jeglicher Wahrheitsanspruch, den diese Religionen für sich haben, automatisch negiert. Wenn eine Religion nur dann ihren Wahrheitsanspruch verteidigen kann, indem sie jegliche Kritiker bedroht oder sogar ihr Leben unmöglich macht, was zum Beispiel im Christentum durch das Exkommunizieren passiert ist. Jemand, der exkommuniziert war, der konnte nicht mehr in der Gesellschaft mitwirken. Teilweise wurden die Leute einfach getötet oder so lange gefoltert, bis sie ihre Meinung änderten. Das ist nicht gerade etwas, was man verbinden sollte mit Menschen, die irgendwie eine gute Lehre vertreten oder einer guten Lehre anhängen. Die Geschichten, also die Geschichte, die Historie dieser Religionen, macht deutlich, dass sämtliche Ansprüche, die diese Religionen erheben, Blödsinn sind. Und wenn man genau hinschaut, wird deutlich, dass die Grundlage des Blödsinns, der in diesen Religionen verbreitet wird, der billigste und wohl am weitesten verbreitete Trick ist, den Scharlatane anwenden können. Man redet den Leuten ein Problem ein, das Problem lautet dann ewige Verdammnis, und man bietet den Leuten die Lösung an. Glaub mir, und du wirst nicht in die ewige Verdammnis kommen. Was für ein Scheiß. Es wird einfach die Ignoranz der Leute ausgenutzt. Es wird ausgenutzt, dass die Leute selten nach Beweisen fragen. Und wenn die Leute nach Beweisen fragen, wird mit irgendwelchen Ausreden und so weiter davon abgelenkt, dass keine Beweise da sind. Es ist manchmal wirklich erstaunlich, dass diese Form von Verarschung so erfolgreich sein kann. Wenn man sich jetzt unsere heutige Welt anschaut, die Welt, also damit meine ich die westliche Welt, wenn man sich die modernen Gesellschaften anschaut und die Werte, nach denen wir zu leben gewohnt sind, die Werte, von denen wir sehr viel profitieren, Menschenrechte, Demokratie, all das. Man darf diese Werte nicht als selbstverständlich ansehen. Diese Werte wurden erkämpft gegen den erbitterten Widerstand im Falle des Westens, den erbitterten Widerstand des Christentums.
Und wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren in der islamischen Welt los war, wo sich dann westliche Leute gefreut haben, hurra, da gibt's Revolutionen, das heißt, die werden bald demokratisch. Nein, die werden nicht bald demokratisch. Solange eine monotheistische Religion weiterhin in diesen Bereichen der Welt dominant ist, wird nichts in Richtung Demokratie passieren. Demokratie wurde von Polytheisten entwickelt, von Leuten, die an viele Götter glaubten und dementsprechend in einer pluralistischen Gesellschaft lebten. Monotheisten haben es niemals hinbekommen, irgendwas auch nur annähernd Demokratisches auf die Beine zu stellen. Man braucht sich einfach nur anzuschauen, dass das Wort Monotheismus mit derselben Silbe beginnt wie das Wort Monarchie. Monotheismus führt nicht zu irgendwas Pluralistischem, sondern im Grunde nur zu etwas Faschistischem. So, jetzt bin ich fast schon ins Politische abgerutscht. Dementsprechend beende ich das mal für heute und bin auf Kommentare gespannt. Und ich fürchte, es werden welche kommen. Alles Gute und ja, sehr viel Spaß.